aber Tiff weiß, was ich meine. Ach so. So, wir sind auch wieder zurück hier im Spiel. Und wie wir gerade sehen, die Flaggen und die Skins und die Porträtbilderrahmen wandern hier gerade rum. Interessant, dass ihr die alle habt. Ich hab das Ding nämlich nicht. Du musst dich nur bei HOTS einloggen. Ich war doch schon bei HOTS drin einmal. Wann? Gestern? Seitdem der... So. Ich weiß nicht, ob das gestern noch gilt. Ich glaube, es war nur für kurze Zeit. Nee, war das schon ist doch jetzt in den Aktionszeitraum gerade. Okay. Weil ich war schon länger nicht mehr da. Du musstest dich eigentlich nur einloggen bei HOTS und fertig ist. Nee, ich hab's dir ja gesagt, Schatzi, an dem Tag. So. Machst du so jetzt mal das Spiel auf? Ja, Moment, muss ich mal Schwierigkeitsgrad erhöhen. So, jetzt mal auf Profi hier. So, Abenteuer auf Profi. Muss ich jetzt irgendwas machen? Nö. Ach ja. Gut. Der Diff hat sogar die Farbe gewechselt. Ich poste nochmal den Cutgar-Link gerade. Welchen Link? Ne, wir sind ja noch in der Gruppe, sind wir ja noch. Da musst du nicht beitreten. Den bessere Multi-Twitch-Variante. Ja, dann musst du vorher die Permission. Gib mal jemand wieder dem Asen Permission. Für was denn? Für Asen oder für die anderen? Für Asen, ich bin mit Asen eingeloggt im Moment. Okay, für Asen Permit bitte. Danke. Danke, Garoy. Ein kühles, alkoholfreies Hopfengetränk. Das sieht irgendwie so bunt aus links an der Seite, ne? Ja, das gefällt mir nicht. Das ändert sich ja bald. Wir sind ja bald Paragon, da kriegen wir ja schicke neue. Ich glaube, ich werde mir gleich noch eine Cola aus dem Keller holen und werde mal hinter mir in den Schrank reingreifen und mir entweder eine Flasche Bacardi oder doch eine Flasche Whisky da rausnehmen. Ja, dann fangen wir mal in Nummer 4 an, ne? Ja, da wo wir halt sind. Machen wir mal ein Portal auf. Nee, Akt 4, nicht in Akt 3. Wir sind in Akt 4. Okay, dann laufen wir. Laut meiner Map sind wir in Akt 3. Warum? Was sind alle sonst in Akt 4? Geh mal auf Karte, wo du die einzelnen Akte siehst. Da siehst du, dass du in Akt 3 bist. Ja, das ist sowieso. Das ist in Akt 4. Echt? Bei mir sind die alle in Akt 3. Lol. Da, Akt 3. Du hast natürlich daran liegen, dass Akt 3 und Akt 4 sich dieselbe Base teilen. Stimmt. Ich würde sagen, wir fangen belagerte Turmebene 1 an. Okay. Weil da steht eine 1 dabei. Da haben wir ja den Fehler gefunden gehabt. Wo jetzt? Wunder dich nicht, warum ich jetzt auf einmal mehr Schaden Wofür mache. Sind die Runen, die man... Wo seid ihr denn jetzt? Achso, Lagerturm. Moment. Wofür sind die Runen, die man aus diesen Kisten von den Bounties bekommt? Welche Runen, Nilau, bitte? Kannst du mir auch bei Diablo... Kannst du mir auch bei Diablo direkt posten? Welche Rune du jetzt meinst? Der Boing hat das wieder geändert, der Boing kommt damit nicht klar. So, für die, die gerade im Chat nicht mitgelesen haben, ich glaube, der Boing war das, als die Pause angefangen hat. Boing, wie sieht's aus? Pass auf, meine Idee gerade habe ich auch schon im Chat so gepostet. Wir zocken ja den ab um 11 HOTS. Ja. Da bist du ja dabei, die Speedy hat dich ja zwangsrekrutiert. Ja. Du durftest ja nicht mitreden. Das soll ja bis um 2. Ich freiwillig gemeldet, genau. Genau. Es geht ja bis um 2. Wenn man denn ab um 2, wenn ich und hier noch, wir alle noch fit sind, dann weiter Diablo. Ja, wenn wir das hinkriegen. So lange, bis wir umkippen. Mein Gott, wir werden lange online sein. Ja. Letzte Nacht. Aber ich sag euch eins, bevor ich irgendwie unschönen Tastaturabdrücke im Gesicht kriege, lege ich mich ins Bett. Ja, ich auch. Also, Voraussetzung ist, um 2 sind wir noch alle fit. Außer Schatzi, weil die geht ums Bett. Meinst du? Ja. Hat das der Onkel Doktor verordnet? Ja, das hat der Onkel Doktor Drakius verordnet. Biro möchte einen Platz in HOTS und er ist um 2 noch fit. Jetzt haben wir ein Problem. Machen wir abwechseln. Wir müssen abwechseln, Shiro. Da müssen wir, ich sag mal, nach 2 Matches immer wechseln. Warum nicht? Nee, nach einem Match, falls es doch zu lange gehen. Ja, die können ja so bis zur halben Stunde noch laufen. Ja. Wenn man mal Veteran spielt. Genau, also ich sag mal, nach einem Match ein Wechsel. Für die Leute, die stammmäßig immer dabei sind, also alle, die jetzt auch hier sind, wie sieht's denn aus? Die Speedy hört ja auch mit. Wollen wir mal versuchen, sowas wie eine Gruppenliga zu machen? Ich bin nicht hoch genug dafür, das kann ich dir so sagen. Ich auch nicht. Aber ich meine, die jetzt stammmäßig immer dabei sind, haben wir die Voraussetzungen dafür? Ja, ich bin Level 40. Liga kann ich nicht maximal PvP. Okay. Also,
wenn man Level 40, also Level 30 muss man glaube ich sein, als Profil-Level. Weil ich weiß, der Nico hat das Helden schon. Haben. Der Nico hat das schon. Nico hat Level 40, genau. Es sei denn, er hat die Charaktere. Stimmt, die Charaktere brauchst du auch dafür, ne? Bestimmte Anzahl an. Aber der hat keine 10 Charaktere, der genau. Nico. Aber ich hab sie ja. Aber kein Level 40. Ich hab alle Voraussetzungen dafür. Du bist sowieso unser Multitalent. Nein, da liegt noch was. Warum? Wie kommst du darauf? Weil du einfach alles wegrotzt. Weil er was? Ach, weil er einfach alles wegrotzt und alles hochlevelt und alles schnell levelt. Ja, der kann das irgendwo her, der Kier. Ich weiß nicht, was für ein Talent er hat. Ich weiß auch nicht, wie er das macht, ehrlich nicht. Ja, okay, jahrelange WoW-Erfahrung. Dann versuchen wir mal in der nächsten Aufnahme auf jeden Fall PvP mal zu spielen. Was haltet ihr denn davon? Warum nicht? Meine erste PvP-Session machen. Wir werden so untergehen. Ja, ist doch scheißegal, es geht doch nicht Spaß. Aus als Fehlern ob, als, lernt man. Als ob wir schon jemals um den Ernst der Sache gespielt haben. So, ihr werdet doch sowieso nur mit Leuten zusammengepackt, die im Level gleichwertig sind. Sind wir überhaupt richtig? Willst du damit sagen, wir hätten vielleicht sogar eine Chance? Klar, wenn ich mitspiele, auf jeden Fall. Ich sag dazu nur Ragnaros Server First. Echt? Okay, sag mir gar nichts. Bei WoW, nachdem ein Add-on World rauskam, geschafft, als erster den Max-Level zu erreichen. War weltweit. Okay. War das nicht der, für den alle gepult haben? Nein, nicht weltweit. Nee, meins sind besser, danke, Shiro. Auf dem Server Frostwolf. Ist deutscher Server, ne? Ja. Ja. Also Server First. Ja. Hab ich nie geschafft, ich war ganz knapp davor. Mir fehlt, zum Server First für Angeln fehlten mir 5 Minuten. Ich war 5 Minuten zu langsam. Das muss schneller gehen, Drakios. Bei, was war es gewesen, als Cataclysm rauskam. Was sagst du eigentlich zum neuen Addon? Hab ich, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Welches? Aegon. WoW. Ja, gefällt mir. Wird auf jeden Fall gekauft. Ich bin auch... Wenn mein Finanzminister es mir erlaubt. Ja, ich bestell's mir vor, sobald es vorbestellbar ist. Ich könnte jetzt den gleichen Satz sagen, den ich immer zu meinen Kollegen sage, wenn die was von mir wollen. Was kriege ich dafür? Quid pro quo. Du kriegst ein Baby. Das hat sie doch schon. Nein, noch hat sie es nicht. Nee, noch hat sie es nicht. Das zählt. Kann man noch wieder abbestellen. Das war die Vorzahlung. War die Anzahlung. guck mal, dann hat sie schon gefressen, dann hat sie schon im Bauch. Ja. Der Braten ist schon drin im Ofen. Nee, wir gucken mal, was Schatzis Arbeitgeber macht und... Kannibal! Genau, Schatzi, hast du jetzt eigentlich für den letzten Monat deine Talas gekriegt? Auf die Karte? Kann ich dir nicht sagen, Schatz. Muss doch mal gucken. Nee, pass auf, also die Firma von Schatzi bezahlt keine vermögenswirksamen Leistungen. Keine VWL. Sie bezahlt aber jeden Monat 40 Euro an irgendein komisches Unternehmen, wo du so eine separate Karte kriegst, sowas wie eine EC-Karte. Wenn man 20 Tage arbeitet. Wenn du mindestens 20 Werktage deinen regulären Dienst geleistet hast, pro Abrechnungsmonat. Und dann pro Arbeitstag 2 Euro irgendwas und maximal 44 Euro. Und das sind 44 Euro pro Monat, die du dann kriegst. Und die zahlt dir der Arbeitgeber zusätzlich zum Lohn direkt auf die Karte brutto gleich netto drauf. Und damit kannst du zum Beispiel beim Saturn einkaufen gehen. Man konnte damit auch mal bei Amazon bezahlen, aber die machen nicht mehr mit. Genau. Und davon haben wir zum Beispiel jetzt letztens DVDs und Spiele und so gekauft. Hier noch 2. Mhm. Wer trinkt damit einen Strohhalm? Das bin ich. Die nächsten Gebannten? Kakao? Was haben die geschafft? Cappuccino, Starbucks. Mineraliensammlung. Boah, du kaufst dir nicht ernsthaft diesen Starbucks-Kram, diesen überteuerten Mist. Das schmeckt aber. Ja, ich weiß, dass das schmeckt, aber es ist so überteuert. Strawberry. Ich muss das nicht bezahlen, also. Denn ist ja noch legendäre auf Level 50. Du musst das bezahlen. Das Schlimme an der Sache ist, dass Starbucks mich süchtig gemacht hat mit diesen verdammten Kuchenlollis. Da gab es 3 Sorten Kuchenlollis. Da war dann wirklich so ein echt süßer, leckerer Kuchen und einer war mit so pinken Streuseln drum, einer mit so Kokos. Silberne Turmebene 1?
Arsene, du hast doch auf Pause. Was? Was? Ich sehe bei dir noch Pausenbildschirm. Gleich geht's weiter. Echt? Ich habe bei mir auf Game-Aufnahme umgeschaltet. Moment. Hab den Stream auch schon gesehen. Dann hängt bei mir der Streamer wieder. Nehmen wir gerade mal einen Schluck von meinem Nicht-Kaffee. Wer hatte 6 legendäre Edelsteine auf Stufe 50 auf? Das soll nicht gehen? Okay. Ja, wie viele Portale wir da gemacht haben. Naja, du musst ja nur... Oh, da sind ein paar mehr. Ja. Auf Stufe 50 vor allem. Genau. Ich also, es schmeckt so wie Automatenkaffee. 2,20 Euro pro Tag, sagt der TÜV. Der TÜV ist jetzt auch grün. TÜV, was machst du mit deiner Farbe ständig? Ja, wechselt sich. Das habe ich mir auch schon gefragt. TÜV ist grün. Eben schlecht. Nee, aber ist halt lustig. Wie gesagt, ich heute auch einfach nur Öko. Und davon haben wir uns dann halt jetzt ein bisschen eingekäuft. Bei Nilo ist 40. GZ Nilo hat uns überholt. GZ Nilo. Hey, Nilo hat uns bald. Und davon haben wir halt jetzt, wie gesagt, ein paar Spiele geholt, DVDs mal gekauft. Beim Saturn. Und trotzdem gucken wir noch immer, ob die Preise bei Amazon.de, also bei Amazon direkt, denn günstiger sind. Und gehen natürlich auf die Preise runter. Ja, natürlich. Machen ja mittlerweile alle Händler so. Boah, aber das war so schlecht. Ja, aber bei Saturn sagt es dir keiner. Wir wollten ja dann. Ich hab mir jetzt dann auch das Spiel Dungeon 2 geholt. Wie, Schatzi? Und? Jesus. Legendary Gürtel. Wir haben es zuerst, also als wir dann beim Arzt war. Oh, eine große böse Truhe. Ja, noch nicht die Truhe einklicken, die sind noch Gegner in der Kette. Mach doch gar nichts. Mal den Gürtel identifizieren. Überhaupt schon irgendwas gefunden, hier großartig. Als wir beim Ultraschall halt waren, sind wir am Rückweg halt zum Saturn in der Stadt gegangen und haben da einmal Dungeon 2 gekauft. Eigentlich für mich, aber Schatzi wollte es dann auch einmal, so habe ich gesagt, okay, kannst du erst mal haben, dann gehen wir bei uns nochmal vorbei. Nett. Muss ich doch Arschern benutzen. Da gab es nicht mal ein Spieleregal. Die haben da gerade umgebaut und die aus dem Spieleregal, was vorher 3 Regale waren, also ein komplettes Regal vor der Rückseite und eins nur eine Seite, haben die jetzt zusammengeschrumpft auf eine Seite. Ja, ach, das habe ich gelesen, ja, da habe ich auch so gedacht, okay. Das haben die auf eine Seite zusammengeschrumpft, die haben PlayStation 3, Xbox 360 und Wii ist komplett raus. Und dann habe ich die gefragt. Es gibt nur noch 3DS, Xbox One, PS4 und das, was vorher für die beide als ein Regal war, also jeweils Xbox One und PS4 ein einzelnes Regal war, ist jetzt zusammen auf einem. Also auch jeweils bloß noch halb so groß. Und ja, okay. DS suchst du dich dumm und dämlich. Ja, da habe ich dann auch gesagt, ich so, dann bin ich da hingegangen und ich so, ja, ich suche ein Spiel oder so, ja, hier. Ich so, nee, ist nicht da. Ich suche da, ja, welche suchen sie denn? Ja, Dungeon 2, führen wir nicht. Denn. Und der Witz ist, habe ich ja geschrieben, dass es sich bei uns im Ort hier in Troisdorf, ja, 40, gar nicht mehr lohnt, da hinzugehen, ne, weil alles um die Hälfte eingestampft. Danke. Ja. Und habt ihr wirklich mit an @saturn.de getaggt gehabt? Und ja, dann kriege ich eine Antwort von Technik, oh, das tut uns aber leid, traurig Smiley. So, wo gehen wir jetzt hin? Ja. Ich habe das nicht gesehen gehabt, scheiße. So, wo gehen wir ich jetzt auch hin? Nicht. Ja, erstmal geht er noch töten. Bengel kaputt machen. Wow. Ja, Shiro und ich sind ja noch Gegner am Kloppen. Okay. Nee, aber wie gesagt, also hier bei uns im Ort, beim Saturn, den kannst du dir einfach auch und vergiss es. Lohnt sich nicht. Da mehr. Kannst du nicht einkaufen, du. Denn das Schlimme ist ja, als der aufgemacht hat, haben ja alle Elektronikläden ringsrum aufgehört, DVDs und Spiele zu verkaufen. Expert, Müller, die haben alle aufgehört, DVDs und Spiele zu verkaufen, wegen Saturn. Weil die Konkurrenz zu groß ist. Nee, Expert hat generell. Brauchst du gar nicht mehr versuchen. Die haben das total eingestampft. Nee, also bei uns hieß es wirklich mit Begründung wegen des Saturns. Wegen des Saturnmarktes. Also bei uns quasi ist es umgebaut, jetzt gerade, und da brauchst du nicht mehr hingehen, wenn du DVDs suchst. Erstens einmal, ich hab durch Zufall da noch eine Version gefunden, von Star Wars, die Complete Ansonsten Edition. Kommen da immer mehr. Guckst du auf den Preis und fall fast vom Glauben ab. Da steht da 120 Euro dran. Gärtner Hoffnung. Wofür hat er jetzt 120 Euro bezahlt? Ich hätte für Star Wars die Complete Edition, also Star Wars 1 bis 6 auf Blu-ray, hätte ich 120 Euro bezahlt da. Bei ist der Normalpreis? Nein, der Normalpreis liegt bei 76 Euro. Echt? Ja. Großer Portalschlüsselstein. Ja.
Der liegt bei 76 Euro bei Amazon. Und auch in den anderen Läden, bei Saturn und so weiter, wenn du da guckst, auch bei 76 Euro. Okay. Aber wie gesagt, also bei uns war der Müller, also der Müller als Beispiel war immer billiger als der Saturn im Nachbarort. Und die hätten so Reibach gemacht damit. Ja, aber alles eingestampft wegen Saturn. Und jetzt muss ich ehrlich gesagt gestehen, wenn man nicht auf die Produktmasse, also jetzt im Sinne von, wie viel von jeder Sorte Produkte habe ich hier, sondern wie viel Einzelprodukte habe ich im Vergleich zum Saturn, haben wir hier eine doppelte große Auswahl wie Saturn. An Spielen und an Filmen. Zu Hause meinst du? Ja, wir haben in der Wohnung. Bei der letzten Zählung waren es 580 Filme und wir haben mehr als Saturn. Wow. Wow, damit im Original. Mehr als ich. Ich hab knapp 200. So viel habe ich. Und ich dachte, ich würde immer noch sagen, 200 ist recht viel. Mhm. Und ich musste lernen, selbst unsere Anzahl ist klein. Weil es gibt dann immer noch so viele Filme, die man nicht hat. Also ich weiß, bei Würbelchen im Stream, ich habe jetzt den Namen vergessen, weiß gar nicht, wer das war, ist jemand drin, der hat über 700 voll. Im Original. Das hätte über ich 700. Gerne, muss ich sagen. Mhm. Okay. Das hätte ich wirklich gerne. GZ? Danke. GZ. Hab ich doch ja nicht geschafft. Aua! Auch mein Lebensregel. Oh Mann, ich bin voll. Na, wie gesagt, also wir haben hier eine größere Auswahl und das in einem IKEA-Regal. Expedit oder was? Ja. Ja. War mir fast klar. Es war eigentlich entweder nur das oder Lack. Die einzelnen Lackregale. Der Expedit gibt's aber auch gar nicht mehr. Das heißt jetzt anders, ne? Nee, die heißen jetzt KKK. Genau. Aber ist genau das gleiche, nur in etwas schmalere Außenwände. Ja. Dann mal raus. Ich kann eh nichts mehr sagen. Ach, ihr geht unten lang, ich wollte oben rum. Ich komm mal runter zu euch. In meinem Inventar, was ich so unten hab, was ich brauchen könnte. Den Saturn, der kannst du voll vergessen. Das ist in Hamburg schöner, da ist einfach ein riesen Saturn, der über vier Stockwerke geht. Köln-Hansa-Ring. Das ist ein ganzes Gebäude. Ja, das ist da auch ein ganzes Gebäude. Vier Stockwerke also, mit Unteretage und Direktanbindung an den Hamburger Hauptbahnhof. In Köln genial. Gibt es drei Saturn-Märkte insgesamt. Ja, und es gehen alle zudem am Hansaring. Alle. Weil der die größte Auswahl hat von allem. Da gibt es immer Autogrammstunde. Und da gibt es immer Autogrammstunden. Autogrammstunden? Autogrammstunden. Letztens war da Blind Guardian Autogrammstunde gewesen. Letztes Jahr irgendwann. Irgendwas hat bei mir plupp gemacht. Plupp, dein Handy vielleicht? Ja, ganz viel Gold. Nein. Im Hintergrund versucht Windows mir irgendwas zu zeigen, da blinkt das. Ja, was denn? Das weiß ich ja nicht, kann sein, was bei Skype oder... Klick doch einfach mal drauf, Schatz. Wahrscheinlich will Blizzard irgendein Update für ein Battle.net und dann fragt dich das um Erlaubnis. Keine Ahnung, ich muss gerade mal... Ich bin voll wieder. Ja. Irgendwas bei Star... Wer bist du denn? Was sollte man sich denn in den Kopf mal reinsetzen, Mädels? Für mich, habt ihr eine Idee? Nathalie 1256 hat Robin? Mir bei Skype eine Anfrage. Nein, blockieren. Ablehnen, blockieren. Und melden. Wegen Spam. Wenn du mir jetzt auch noch Damen, sagst, die Langeweile hat. Wenn du mir noch sagst, wie ich das mache. Da steht ja annehmen, ablehnen. Da kriegst du Ruß auf ablehnen. Und dann steht da direkt als. Da kannst du direkt als. Ablehnen. Dann wird gefragt, genau, blockieren. Oder als Spam melden. Als Spam melden. Kann beides anklicken. Dann beides. Das sind so nette junge Damen, Schatzi. Weißt du, die angeblich nette junge Damen, die angeblich leicht bekleidet davor und sitzen. Und wo dann ein fetter Perversling hinter mir schon sitzt. Ein kleiner Schritt für mich. GZ-Kill. Die haben dann ganz große Langeweile, wo man sich mit irgendwem unterhalten. Vor allem über Kontonummern und Geheimnummern. Ich sag genau. wo dann so ein fetter Perversling hinterm Bildschirm sitzt. Ach, Perverslinge müssen nicht unbedingt fett sein. Na. Nein, aber ich denke da so an. Ich bin auch ohne fett zu sein, pervers. Ich bin in Mainz, wo dann so ein Pädophiler hinterm Bildschirm sitzt. Nee, es kann auch durchaus sein, damit da wirklich nette junge Damen hinter sitzen, aber. Warum haben die dich dann oder einen dann ausgesucht, frage ich mich. Die gehen immer nach. Die gehen einfach Skype durch und fertig ist. Guck mal, Drakios. Weil. Das klingt, weil das ist wahrscheinlich so, weil mein Name nicht offensichtlich Bulgatos ist. Bulgatos Hochzeitsring. Liest ihr mal, dass... Ihr saugt
braune weil durch. Das, das liegt das wahrscheinlich daran, weil mein Skype-Name nicht unbedingt... Moment. Ihr saugt Gegnern um euch herum das Leben aus. Ich finde das so geil. Mein Lebensentzug ist auch abgeschafft worden bei Diablo. Weil mein Skype-Name ist ja mein Vermächtnisname bei Star Wars und der ist mir um 3 Uhr morgens im Halbschlaf eingefallen. Left you, oder? Hm? Als ich schlaftrunken an die Wand... Was auf. Als ich dann schlaftrunken an die Wand geguckt habe mit meiner Wunschbücherliste. Da stand irgendwas mit Yoda. So hieß der Autor. Er heißt Fjodor Dostojewski. Das sieht gut aus, ne? Okay. Im Stream gerade, aber wie guckst du alles, der ganze Boden voll mit Legendaries und so weiter? Und ich hab dann halt so gedacht, Fjodor, machen wir mal noch ein D davor. Ne? Okay, also in Frankreich ist es verboten, sein Ufer auf den Weinberg zu parken. Sagt da mal jemand den Aliens. Ja, genau. Ich meine, ich kann verstehen, warum es verboten ist. Ich meine, die sollen ja jetzt nicht betrunken fahren. Das ist richtig. Herr Schaff, wie war das in der einen Stadt in Pennsylvania? Haben Monster Hausverbot? Ja. Das ist auch gut. Aber ich glaube, da wollte einer sein Kind beruhigen, oder? Nee, das ist ein Gesetz. Ja, und hat es ein Gesetz gemacht. Damit aber das geht, das auch glaubt. Am geilsten ist immer noch der Staat Pennsylvania mit der Autofahrt bei Nacht. Das ist nicht Pennsylvania. Oh, irgendein anderer Bundesstaat. Irgendein südlicher Bundesstaat. Philadelphia? Nee. Nee, irgendwas im Süden. Naja, egal. Auf jeden Fall, da ist es, wenn du nachts mit deinem Auto unterwegs bist, musst du alle 5 Meilen oder 5, oder so eine gewisse Anzahl an. Ich glaube, alle 20 Meilen war das so gewesen. Aussteigen und mit deiner Lampe winken. Nee, aussteigen und eine Leuchtkugel in die Luft schießen. Warte, bis sich die Herde von Rindern von der Straße entfernt hat. Sollte dies nicht passiert sein, musst du mit deinem Auto dein Auto der Natur gerecht. Nee, das ist was anderes, Schatz. Das verwechselst du gerade 2 Dinger miteinander. Nein, das war das gleiche Gesetz. Ist das, Tor zur Hölle, Ebene 1, Tor zur Hölle, Ebene 1. Ich muss erstmal abladen. Okay. Ich glaube, ich stelle jetzt mal einen imperialen Amethyst her. Ach, stimmt, ja, ich muss auch. Nehmen. Wie gut, dass der Beugen das gesagt hat. Sollte sich die Herde dann immer noch nicht verpisst haben... Oder nein, einen makellosen imperialen Amethyst. Musst du dein Fahrzeug ins Gebüsch fahren, fachgerecht zerlegen und dich dann nach der Natur tarnen. Okay. Und dann, wenn die Herde sich verpisst hat, darfst du dein Auto wieder zusammensetzen und darfst weiterfahren für 20 Meilen. Gesetze dieser Welt. Ich hab hier so eine Stangenwaffe, vielleicht kannst du... Aber das sind 2 getrennte Gesetze. Doch. Da ist sie sich ganz sicher. Weißt du ja. Ist doch eigentlich egal. Ja, keiner von euch Jurist. Ja, also muss es keiner von euch wissen. Ja, ich weiß nur, dass das geilste Gesetz ist immer noch, im Staat Mississippi darfst du von deiner Badewanne aus keinen Wal erschießen. Kein was? Keinen Wal erschießen. Aus der Badewanne raus. Oder du darfst deine... Was, eine Giraffe oder ein Elefanten wurde nicht am... Was? Wer Country-Musik hört, hat eine erhöhte Stangenwaffe. Die hat der Boyn dahin geschmissen, Shiro. Genau. Shiro, ich suche gerade meine Begleiter. Wo sind denn meine Begleiter hin? Ob du die unten gebrauchen rechts. Kannst. Ja, du bist der Einzige, der Stangenwaffen verwendet. Unten rechts, Schatz. Ich bin dann unten. Ich dich fallen lassen. So, mittlerweile habe ich 390.000 Leute. Wenn du sie gebrauchen kannst, freut mich das. Schatzi, ich bin unten. Wo da? Ja, genau, Shiro. Rechts. Was ist eigentlich mit der Speedy? Ist die noch da? Ich hab 412.000 live. Ich lese ja kaum noch was von dir. Warum hab ich immer noch mehr live als du? Da, wo es blinkt. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und ich hab gerade bei mir einen imperialen... Boah, ich will endlich Level 42 ...in den Kopf sein. Eingesetzt, der mir 21% mehr live gibt. 43 sein. Warte. Verdammt, was war... 42, so. Genau, ich hab genau einen makellosen imperialen Amethyst habe ich mir gerade in den Kopf eingesetzt. Ich hab ein makelloser königlicher Rubin im Kopf. Shiro, wie gefällt tut dir das? Tut das nicht weh. Ja, So, Moment. Braucht man nicht. 41% mehr EP? Braucht man nicht. Braucht man doch. Ja, gut, okay. Von der Seite her hast du natürlich recht. So, Tor zur Hölle? Ja, Moment.
Im Normalfall würde ich mir da auch einen makellosen Imperialen reinbauen. Aber nicht zum Leveln. Da ich noch ein paar Paragon-Level brauche, bin ja erst 27. Ja, insofern hast du natürlich recht. Mit noch ein bisschen. Die Frage, wenn du dauernd stirbst, sollst du vielleicht doch lieber auf Widerstände gehen als. Ne? Ja, was machen wir jetzt? Oh, warte mal, ich könnte den Würfel mal eben benutzen. Ich hab da so ein paar Sachen, die ich mal eben. Oh, ich brauche Maßanfertigung. Jagdfieber, du musst weichen. Wir müssten auch mal hingehen und Akt 1 rennen. Wieso? Kopfgelder. Resetten für. So, ich bin durch. Brunk. Ja, für Magic Find ja. Das wäre cool. Ich werde mir jetzt von meinem Kopfteil diesen sekundären da runterziehen, wenn die Edelsteine fallen. Kannst du den überhaupt runterziehen? Ja. Also, ich mache jetzt mal das große Auspacken. Ah, ne, warte, ihr seid ja schon wieder weg. Ja, natürlich, Schatzi. Na gut, wo sind wir jetzt? Tod zur Hölle. Na gut, dann warte ich, bis wir hier durch sind. Durch den Akt. Ich habe nur gerade keine Ahnung. Ein weiteres. Irgendwann. Was ich dafür brauche. Irgendwann kannst du schon ausmachen. Genau. So, Rezepte transmutieren. Legendäre Eigenschaft extrahieren. Das wäre direkt das erste Rezept. Ja. So, meine Türme sollten jetzt einfach mehr Schaden machen und länger stehen bleiben. Da wundere ich mich, warum werden meine Fähigkeiten nicht gestartet? Weil ich auf 1 und 2 drücke, weil ich auf Q und W drücke, statt auf 1 und 2. Leorix Krone ist auch geil. So. Aber du kannst theoretisch auch auf Q und W umsetzen, ne? Ja. Erhöht die Effekte von jedem in eurem Helm gesockelten Edelstein um 100%. Genau, Leorix Krone ist Hammer. Also, dass da nur einer Gem reinpasst, ne? Nein, jeder Edelstein. Ja, aber nur der im Helm gesockelt ist. Ja, und wenn packst du da welchen rein? Ja, einen kannst du bloß reinpacken in den Helm. Ja, aber welchen packst du denn da rein in den Kopfsort? Ja, wahrscheinlich den mit Vitalität, Amethyst. Mm-mm. Resistenz. Magische Gegenstände. Ja, entweder das ja. Magische Gegenstände farmen. Ja, dafür ist es. Dafür ist die geil. Perfekt geeignet. Die Krone. Ja, nur um magisch. Man kann Stufenanforderungen von Sachen entfernen. Dafür brauchst du aber den. Brezel, boom. Was passiert denn jetzt, wenn ich das erste mache? Dann wird das Ding zerstört, muss ich dafür. Der Gegenstand ist zerstört, du musst die Ressourcen reinpacken, die du da hast, die da vorgeschrieben sind. Und dann ist das Ding unten auswählbar bei den 3 Slots. So, wir können weiter. Ach, wir haben schon fertig. Ja, wir haben schon fertig. Ich mag meine Geschütztürme. Bleibt ja bloß noch eins übrig, ne? Ja. Hat eine Hoffnung. Mal gucken. Deswegen macht es da zum Beispiel Sinn, den Ring auf jeden Fall zu verzaubern. Der, wo du eine Stufenanforderung weniger für die Rüstungssets drin hast. Weil dann kannst du nämlich im Prinzip den Effekt aktiv anhaben und kannst trotzdem noch 2 andere Ringer drin mit dir rumschleppen. Weil du hast sonst hast du diesen Ring ja nur geschleppt, egal welches Set der hat, nur wegen dieser Anforderung weniger auf Rüstungssets. Ja, Tatsache, ich hab's gefunden. Das ist jetzt tatsächlich drin, eine zerbrochene Krone. Genau. Oh, jetzt habe ich jedes doppelt Mal, wenn Edelstein fallen gelassen wollte. Wird ebenfalls ein Edelstein des Typs fallen gelassen, der in diesen Helm gesockelt wurde. Genau, jetzt musst du es da unten einschalten, dann ist es aktiv. Fertig. Nochmal eine Frage, benutzt eigentlich der Mönch auch mal seine Heilungsskills? Ich habe keine Heilungsskills an. Ist ja genial. Du meinst den Ring, diesen tollen Ring hier, Drakios? Irgendwas mit Prung. Königlicher Prunk. Genau, königlicher Prunk. Den da, den ich besitze? Richtig, den würde ich dafür zerlegen, eiskalt. Ich zerlege den auch, weil ich habe besseren mit Sicherheit. Ja, dann zerlegst du den da, also dann packst du den da rein, damit du die Fähigkeit bekommst. Und die würde ich immer aktiv, die würde ich dann aktiv halten, sobald du Rüstungssets schleppst. Hat nämlich den Vorteil, dass du nicht alle Rüstungssets tragen musst, oder alle Teile der Rüstungs tragen musst, und dementsprechend meinetwegen. Wenn da ein Helm bei drin ist, der das gegen die Eroics Krone aussetzen kann, er trotzdem vollen Bonus bekommst.
Weil du dann lieber das Leorix Krone mit reinnimmst zum magische Gegenstände farmen, zum Legendaries farmen. Hast trotzdem vollen Bonus mit dieser aktiv, also da ist die Kombinationssache ist wirklich cool. Moment, ich hab den. Ich glaube, wir sind schon wieder solo unterwegs, oder? Ich fürchte auch. Soll ich mal ein großes Portal aufmachen? Was? Nee. Ja, guck mal, erst die Gegner rauslassen, Beugen, und dann feige wegrennen, oder was? Dafür du noch mal gucken, wie du damit klarkommst. Ja, hab ich jetzt kein Problem mit, aber. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Ja, dafür würde ich noch ein bisschen leveln wollen, glaube ich. Okay. Wir hätten auf Stufe 1 angefangen, um die Juwelen. Nur mal so, der Nilo spielt jetzt auf Qual 1. Stimmt, wir würden natürlich die Juwelen kriegen, das ist natürlich wahr. Wow. Aber Qual 1 würde ich erst ab 70 spielen. Also langsam brauche ich mal ein bisschen Resistenz. Nee, also ab 70 Qual macht 1. In meinen Augen Qual 1 erst Sinn. Nee, wir spielen schon die ganze Zeit Qual 1. Also von wir angefangen mit 60, ne? Von der Gegenstände her. Also mit 60 kannst du locker anfangen. Mit 40 ist es noch ein bisschen hart. Ja, aber wir spielen ja nur noch eine Stunde Diablo. Dann kommt ja erstmal Hotz dran, wenn die Speedy denn da ist. Speedy Bee, Speedy Bo. Ich glaube, wir kommen höchstens auf 45 oder so. Ja. Aber reicht ja erstmal. Wir haben ja gesagt, wir wollen nicht Hardcore Progress skillen oder leveln, wir wollen gemütlich. Drecksäcke habe ich umgelegt. Du hast aber. Du bist mutig. Und ich sag mal, also gemütlich geskillt haben wir doch, oder? Ja. Neu gelevelt, also ist doch eigentlich in Ordnung. Ich habe mich gerade, als ich gestorben bin. Ich wollte jetzt nicht mit 12 anfangen, das wäre dann schon Qual 1 gewesen. Tü-tü-tü-tü-tü. Geld. Liegt da noch was rum? Weil der Shiro so rumsteht? Ja, vielleicht sogar. Schatzi? Was? Aua! Ich hab nur geguckt, was Shiro macht. Ah, er kommt. Achso. Gucken, wie weit wir kommen, wa? So, ich wollte Eva für Gefährte machen. Hey, Gegner! Toll ist, ich kann ja einfach da durchlaufen. Mal gucken, wie fit wir um 2 noch sind. Bin ja gespannt. Solange aber wir können, Speed haben, kann ich ja auch durchrennen. Wir können aber jetzt schon mit Fug und Recht behaupten, wir streamen jetzt schon länger als in meinem geplanten 24-Stunden-Stream. Willst du mal lachen? Na? Ich hab Hunger. Du bist schwanger, du hast immer Hunger. Nein, sie darf immer Hunger haben, aber sie muss nicht. Verbindung! Aber hey, Kane! Sie ist dazu verpflichtet. Schatzi, du hast doch dein Essen noch da? Dann ess doch deine Nudeln. Ich bräuchte noch 2 Arme mehr. Da kann ich jetzt leider nicht weiterhelfen. Doch, du kannst drüber gehen und sie füttern. Ach nein. Den kann ich aber nicht streamen. Doch schon, aber du kannst dich an deinen Rechner setzen. Der Kane ist da. Kane, bist du zufällig Abaddon? Ja, das ist er. Oh. Ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wer ist dieser Abaddon in meiner Friendlist? Lord Abaddon oder was? Nee, ich denke mal. Urik nicht. Von dem habe ich ein Autogramm auf meiner Handtasche bekommen. Echt? Der ist aber schon lange nicht mehr da quasi. Nee, schon Ewigkeit nicht mehr. Aber sein Produkt lebt ja immer noch, was er hervorgebracht hat. Der Gniechel? Ja, genau der. Der was? Gniechel. Der Gniechel. Was ist? Ach, nö. Verderbtes Engelsfleisch. Tori finde ich süß. Aber ich glaube, die ist etwas zu jung für mich. So jung gibt's nicht. Doch. Nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Ach, schon wieder falsch. Wollen wir jetzt das große Unboxing machen oder wollen wir erst weiter? Ja, weil vom großen Unboxing haben wir ja nichts, aber Schatzi kann das schon mal machen. Also ich überlege jetzt auch, die Dinge aufzubewahren, weil wenn ich jetzt überlege, wenn Legendaries gedroppt werden, dann droppen die ja immer für den Level. Richtig. Das heißt, ich möchte so hoch wie möglich sein. Richtig.
Euch ist aber also schon klar, dass der Inhalt des Würfels ausgewürfelt wird, sobald ihr die Quest abgebt. Naja, das wusste ich nicht. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, das macht man kurz vor 70 und gibt die Quest bei Tyrael nicht ab. Man macht erst alle 5 Akte durch und gibt dann erst die Quest bei Tyrael ab. Kann ich die Dinger jetzt trotzdem aufmachen? Ja, kannst genau. Du im Prinzip, ihr könnt die jetzt aufmachen. Ich habe ja so ein paar. Genau. Und die kleinen und die kleinen Sachen, wo nur die Rohstoffe drin sind, kannst du sowieso immer öffnen. Da rennen gerade 4 Viecher rum. Ich stelle mich mal hier an die Seite, um aufzumachen. Mann, das dauert ewig, ey. Ja, deswegen habe ich ja gesagt. Ich habe einen Wandteppich bekommen. Ja, das ist eine Ressource. Das ist auch eine Ressource. Schatz, also es gibt ja einmal die großen und die kleinen Würfel, die du hast, ne, Schatzi? Hm? Die kleinen kannst du immer sofort, grundsätzlich sofort öffnen, weil da sind nur Rohstoffe drin. Ach, diese Prämienwürfelchen. Genau, da sind nur Rohstoffe drin. Okay. Nichts anderes. Okay, Gold noch, das war's. Verderbtes Engelsfleisch. Gold. Und Blutsplitter. Ja, endlich mal eine größere Gruppe. Okay, das stimmt so nicht. Ich habe extra angekündigt, also ich habe das sowieso schon in der Planung gehabt für den Stream. Also der Stream war sowieso geplant und ich habe sowieso gedacht, dass wir die Abo zocken. Das war jetzt Season statt Nicht-Season zocken, okay. Das liegt halt an der Season. Das lag halt daran, dass die jetzt gerade gestartet hat. Ja, wenn die Season nicht gewesen wäre, wir hätten sowieso die Abo heute im Stream drinne gehabt. Heiliges Wasser aus Westenmark. Ja, ist alles Daraus funktioniert ja leider bei keinem. Ja, bei euch nicht. Bei uns hat Star Wars funktioniert. Okay, da probiere ich das Was jetzt mal aus. Was hättest du gemacht, wenn es nicht funktioniert hätte? Dann wäre Schatzi traurig gewesen. Und die geile Goodies für Hotz hat wir. Oh, wir haben ein Schild. Wow. Der unnötigste Pylon in dem ganzen Spiel. Okay. Oh, wobei, bei Bosse ist es nicht schlecht. Ich habe jetzt... War doch eben schon eine. Ich habe 6 Pläne in der Kiste gehabt. Das ist, glaube ich, normal. Ja. Bei den ersten Würfeln ist es normal, dass fast nur Pläne bei rauskommen. Aber 6 Hatte Stück? Auch kein Legendary. Drin. Ja. Ja. Du kriegst einen Bogen, einen Dolch, einen Mojo. Also für jeden Charakter kriegst du auf jeden Fall ein Ding, was legendär ist. Was haben wir jetzt? Okay, jetzt. In einem Würfel hatte ich mal 8 Pläne drin. 1, 2, 3, 4, 5, schon wieder 6 Pläne. Dom? Echt? So schnell? Ja. Ey, wir spielen hier auf schwer. Naja, ein Pylon des Kanalisierens. Yay. Dauerfeuer. Yay. Sind nicht auch ein paar Rezepte rausgeflogen, komplett beim Schmied? Kann ich nicht sehen, aber ich hab jetzt wirklich... Kleinere Sachen und es sind sehr viele 70er dazugekommen. 12 Pläne habe ich gekriegt und 2 Kisten. Ich glaub, der Boss kommt, kann das sein? Schatzi, weiter. Nö. Ich denke, ich soll die Kiste aufmachen. Dauert noch. Na ja. Einfach durchklicken. Oh ja, nicht mehr lange. Nur da ist wieder ein Gelber. Er hat sich wieder eingesperrt. 202.000. Doch. Ich hatte, glaube ich, jetzt alle auf Max, oder? Schmied war auf Max, ne? Da fehlt nur noch Todes-Dingsbumsi. Laser. Genau, Laser. Atem des Todes. Juwetante. Ring des königlichen Prunks. Ich hasse dich. Der Boing hasst dich jetzt auch. Hä? Ja. So, die Tante ist schon mal auf Maximum, so. Verderben der Mächtigen. Ja, Jung. Oh, cool. Den nehme ich. Ja, den habe ich auch. Was ist denn das? Erhöht euren Schaden 30 Sekunden lang um 20%, nachdem er eine Gruppe Elite-Gegner getötet hat. Ach, der braucht auch Atem des Todes, stimmt. Fehlgeschlagen. Oh, aber einzige Dinge, die man überhaupt darf nicht sie braucht. Gar nicht hassen. Warum nicht? Du hast den Ring schon zweimal. Genau. Was soll aber nicht in der Season. Wieder raus. Der Season, genau. So, und haben den hier alles. Einfach raus? Ja, einfach raus. Okay, ich bin gleich da. Du kriegst keinen neuen Stein mehr. Okay, einmal das. Kannst du jetzt einfach höher stellen, oder? Fünfmal. Ich habe keinen Atem des Todes, wo kriegt man den nochmal her? Den kriegt man erst ab Level 60. Achso. Ja. Ey, ich wusste mal was. Wo hast du dich denn jetzt schon wieder hingeportet? Sprich, ich kann sowieso noch nichts mit dem Würfel Urshi anfangen. Irgendjemand hat nämlich noch nicht seine Belohnung bei Urshi abgeholt. Urshi? Ich, oder was? Scheint so, ich habe meinen Stein
Dreimal versucht aufzuwerten. Ach so, sagt er, dass ich das Ding auch versuchen muss aufzuwerten. Kadala. Fehlschlag. Fehlgeschlagen. Alto Belly, jetzt habe ich aber Lack gehabt. Erwertung erfolgreich. Oh, guck mal, Speedy ist wieder da. Einer ist auch plus. Hallo, Geos, ich habe 3 Köcher gekauft. Guck mal. Zeig mal. Was habe ich gekriegt? Der erste. Okay, der zweite ist noch besser und der dritte ist. Okay, den dritten kann man vergessen. Ja, aber 3 gekauft, 2 Legendaries. Ich würde den zweiten nehmen. Werde ich auch tun. Und den ersten würde ich behalten so, zum Zerlegen für die fürs Orangene. Ich bin Stufe 13. Weil dann hat er nämlich, ich weiß nicht, ob 25% das höchste ist, aber das wird ja auf Maximum gesetzt, die Prozentzahl. Dementsprechend, das dann in Verbindung passt. Ich könnte mir Kanes Rüstung bauen. Ich könnte auch mal gucken, Level 23 was Rüstung. Oder Level 20 nein. Rüstung. Also Kanes Gewand, nein. Die Gewandrüstung nicht. Ah, okay. Level 17. Ich versuch's mal wieder mit einer Schulter. Die erste ist gelb, die zweite ist auch gelb. Schade. Und beide sind sie schlechter. Ich hab gar keine Ahnung, was im Bild eigentlich vorgesehen ist. Ach, Bild interessant. Also okay, ihr seid ja 70, dann ist Bild schon interessant. Ab 70 ist ja Bild interessant, aber bis dahin. Wollen wir einen Akt 1 weitermachen? Da gibt's Boni. Ja, sobald Schatzi fertig ist. Ich wollte ja noch knapp knuspern. Nee, Schatzi möchte Dingsbums machen. Auspacken. Aha, die Arkansachen. Hey, ausgepackt habe ich schon. Jetzt habe ich nur gerade geguckt, was brauche ich für Etappe C für mein Ding. Für Etappe 1 hast du schon fertig, oder? Direkt verwurstet. Etappe 2 habe ich jetzt den fertig. Etappe 2 fehlt theoretisch nur noch die Typen. Und auf Stufe 60. Genau. Also den Begleiter ausrüsten, auf Stufe 60 kommen und die Händler aufwerten. Begleiter habe ich jetzt auf Stufe. Achso. Den habe ich ausgerüstet, muss ich noch. Ach, nett. Was denn? So, also Schatzi auch fertig, oh. Ja? Also Drakios ja. Auf Level... Ach ja, kann ich ja gar nicht geben. Genau, ich muss nur noch wieder Shiro Stufe 60 werden. Also Akt 1... Nach, wo gehen wir hin? Finde ich jetzt nicht übel, muss ich sagen. Felder. Okay. Erstmal mal einen Schluck von meinem Mist-Kaffee. Ich stelle ihn einfach nochmal her. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in den USA Kinder per Post verschickt. Ah, warum? In Kalifornien darf man auch einen Fremden, einen unbekannten Hydranten nicht sexuell Die italienische Mafia verzeichnete im Jahr 2004 doppelt so viel Umsatz wie der Fiat-Konzern. Da hat Fiat aber echt beschissene Zahlen geschrieben. Man darf einen fremden Hydranten in den USA in Kalifornien nicht sexuell belästigen. War es nicht im Briefkasten? Nein, es war ein Mülleimer. Es war kein Hydrant, es war ein Mülleimer. War es nicht im Briefkasten? Nein, es war ein Mülleimer oder ein Hydrant. Das war der Hydrant, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Muss man sich dann erstmal beim Hydranten vorstellen, oder was? Man muss ihn erst einladen. Ja, wahrscheinlich. Es geht links zur Höhle der Kadala. Ja, da sind wir ja auf dem Weg. Wir sind ja quasi richtig. In die Waffe macht man was für Edelstein rein am besten? Grün. Grün. Smaragda. Smaragdo. Bei was? Smaragd in der Waffe. Waffe. Was bringt der nochmal? Trefferschaden. Ja, Crit. Dann, ja. Und ich brauche definitiv mehr Zaster. Warte mal, ich verkaufe mir eben die Diamanten, die brauche ich sowieso nicht. 42. Genauso wie die... Also 45 könnte klappen. Oder? Jetzt hab ich Gold von Bonus um 1084 erhöht. Magie von Bonus plus 60%. Frage ist, wenn ich jetzt, wenn die Season zu Ende ist, was passiert dann mit meinem Ring des königlichen Prunks? Was soll damit passieren? Angelegt? Ja, ich hab den angelegt. Was soll damit passieren?
Den behältst du. Ja, sonst hätte ich mich sehr gefreut, wenn das Wechseln zu Ende ist, ich in meine Kiste packen kann oder in meinen Main-Charakter packen kann. Kannst du? Bist du auch, sobald die Season zu Ende ist. Sobald die Season zu Ende ist, wechselt dieser Charakter, wird aus ihr ein normaler. Du behältst alle Ausrüstungsgegenstände. Und Rüstungen. Das behältst du alles. Mir fehlen. Wo seid ihr eigentlich? In die Höhle? Eine Höhle rein. Oder nicht hängen. Geh mal zu Sokar. Das ist hier da. Du hast uns extra Scheiße, gesagt, dass die Höhle da ist. Hab. Aber hier war noch so ein hartnäckiges Etwas, was ich mit mir angelegt hat. Ach, einfach wegrennen. Ich finde das cool, dass meine Geschütztürme mir jetzt Leben wiedergeben. Oh. Kann ich gut gebrauchen, so. Ich habe nämlich so wenig Lebensregeneration. Ja, mache jetzt 193.000 Schaden. Milo beschwert sich gerade, dass Qual 1 fast zu einfach ist. Mhm. Als Magier so oder so. Welchen Level ist Nilo gerade? 50 ist er jeweils noch nicht, das weiß ich. So, 193.426 Schaden und jetzt setze ich den grünen ein. 46. 243.384. Nur durch ein Diamanten. Bin bei 611.000, wenn ich laufe. Da, genau reingerannt. Und wenn ich den Ring einsetze, 311.000 Schaden. Nice. Bräuchte World Waffe. Grün oder weiß, das war ein weiß war Diamant, ne? Was? Weiß war Diamant, weiß ist Diamant, grün ist Smaragd. Was brachte Diamant in Waffen? Weil Kane meinte gerade weiß. Schaden gegen Elites, glaube ich. Ja, Schaden gegen Elites, also brauchst du eigentlich nicht. Ja. Nur wenn du Portal-Runs machst, würde ich das schon. Ja, aber dann nimmst du doch ganz ehrlich lieber kritische Schaden erhöhen. So, dann machst du erheblich mehr Schaden gesamt. Machst du auch alle Gegner. Oben ist noch ja, wenn du reine Portal-Runs machst. Ja, aber da dann hast du die Mobs bei. Ja, aber die ignorierst du ja. Prozente die ignorierst du ja. Nein, du ignorierst die normalen jetzt nicht. Wenn, du kriegst also, die meisten Prozente. Also wenn ich mir so die Portal-Runs alle angeguckt habe, da haben die alle das normale Zeug ignoriert. Die haben sich nur auf die blauen und höher gestürzt. Die haben ja auch AOE-Damage. Die haben ja ihre Feuerdinger da raufgeknallt und fertig sind durchgelaufen, weil sie sich dachten, ach, das stirbt eh. Ja, oder haben sie eiskalt ignoriert. Das war denen egal, was damit passiert. Die normalen Packs tot. Die casten einfach einen Blizzard hin und die sterben. Jetzt sind wir bei HDW. Ach, warte, HDW. Hain des Wehklagens, genau. Und bei WoW ist es die Höhle des Wehklagens, HDW. HDW, oh, was haben wir da für Zeiten drin verbracht, ne? Oh ja. Nur um dieses olle Schild zu kriegen aus dem Schildkrötenpanzer. Das Geile ist, dass Ragefire und HDW, ich glaube, das waren die einzigen Instanzen, wo Schatzi und ich reingegangen sind. Wieso? Und Shadowfang. Nee, ich habe auch noch mehr gemacht. Ich habe meistens nur durch Instanzen tatsächlich gelevelt. Nee, stimmt. Ja. Also am Anfang haben wir nur HDW gemacht. Ragefire aus Nostalgie und HDW, das war's. Und dann haben wir, da waren wir noch bei Wrath of the Lich King. Da haben wir auf Cataclysm Min gearbeitet. Nicht eine Instanz danach gemacht. Wir wissen gar nicht, wie die anderen aussehen. Ich war dann. Doch, eine kenne ich noch. Es erinnert mich irgendwie, also bei Star Trek Online habe ich auch irgendwie nur Wassertempel-Dings gemacht. Ja, den Wassertempel habe ich auch mitgemacht. Level. Aber da bin ich nur hinter den anderen hergerannt, weil ich keinen Plan hatte, wo ich hin muss. Mittlerweile gefunden? Nö. Ja. Die WOTLK-Instanzen sowieso in aller Sau oder Nexus oder Scheiße. Nee, die Rest of the Lich King-Instanzen.